Heute darf ich endlich mein neues Leben beginnen. Nachdem ich bei meinem alten Job gefeuert wurde bei Work at a Pizza's Place, habe ich ein wunderbares Angebot bekommen, meine eigene Sandwich-Filiale zu leiten. Mann, ich bin schon so gespannt. Und da vorne ist es auch schon. Und die ersten Kunden sind auch schon da. Ist das nicht wunderbar? Ich habe einfach meinen eigenen Laden und wir können hier erstmal die ersten Kunden bedienen. Und meine ganzen Freunde sind dabei. Griselda! Tani, du kannst dich auch beim echten Namen nennen. Was bestellst du denn, dein Alien? Sorry, Griselda, Aliens haben wir nicht. Ich kann dir ein PB&J geben. Will er nicht? Okay. Jasmin, Victor, oh mein Gott. Ja, komm, du kriegst von mir ein PB&J. Ich gebe das mal raus an die Küche. Ach, in der Küche arbeitet auch niemand. Das muss ich auch machen. Dann brauche ich wohl ein bisschen Hilfe und die Hilfe bekomme ich von euch, Leute. Ich lade jetzt ein paar meiner Zuschauer hierzu ein und wir versuchen das Geschäft gemeinsam am Laufen zu halten. Hoffentlich läuft das dann auch. Ja, wenn so ein Polizist hier übrigens anklopft und nach komischen Sachen fragt, dann bestellt ihr ihm einfach eine Soda. Das muss reichen. So. Tanja, du möchtest ein Sandwich. Okay, dann bekommst du ein Sandwich. Da steht auch so gesetzlich. Illegal, illegal. Petra, yo. Übrigens, Leute, ja, ihr könnt ja die Bestellung annehmen. Denkt daran, dass die Kunden sehr pingelig sind. Ihr müsst ihnen schon das geben, was sie bestellt haben. Und denkt daran, die Küche immer schön sauber zu halten. Ich möchte keine Ratten in der Küche haben. Die ist sauber und die bleibt auch sauber, ja? Ich zeige euch jetzt mal, wie man so eine Bestellung macht. Der möchte ein gebratenes PB&J-Sandwich. Das mache ich als erstes. Dafür nehmen wir uns einfach ein bisschen Toast hier. Machen da ein bisschen Gelee rüber, was auch immer das für ein Gelee ist. Dann da noch ein bisschen Erdnussbutter. Und da will jemand eine Toastscheibe rauflegen. Aber so. Das kommt dann natürlich noch in den Ofen. Oh, die Öfen sind noch nicht offen. Ich mache die Öfen mal auf. Die bleiben auch alle offen. Ich sehe keinen Grund, die zuzumachen. Die Stromrechnung bezahle ich nämlich nicht. Das macht mein Chef. So. Und dann wird das PB&J auch schon gebacken. Ich habe das Spiel schon ein bisschen gespielt. Ihr seht, ich habe ein bisschen Geld da oben. Deswegen weiß ich auch, wie das hier läuft. Das ist ja komisch. Wir hatten da ein Sandwich mit einer Tasse drin bestellt. Das hatte ich noch nicht in der ganzen Zeit, in der ich Sandwiches gemacht habe. Aber ich denke, das hier bringe ich mal zu Victor an den Tisch. Victor, dein Sandwich ist fertig. Hier, freu dich drüber. Bitte sehr. Kein Problem. Ja, jetzt mal den Polizeibeamten hier bedienen. Machen wir hier mal die Soda für den Polizisten. Mehr wollte er bestimmt eh nicht haben. So, eine Soda. Ja, es ist übrigens sehr viel leichter, Sachen zu platzieren. Ey, das ist meine Soda. Es ist sehr viel leichter, Sachen zu platzieren, wenn man in der First Person bleibt. Also hier, bitte sehr, viel Spaß damit. Oh, der Polizeibeamte ist traurig. Cheeseburger. Habe ich Sounds aus? Mir fällt gerade auf, ich habe Sounds aus, oder? Ja, und hier ist auch Musik. So, ich habe das gar nicht gemerkt, dass die Sounds fehlen. Naja. Oh, der erste ist schon tot. Der will wohl nicht mehr. Na gut, ihr arbeitet hier schön in der Küche, ich kümmere mich vorne um die Bestellungen. Ja, ich verlasse mich mal drauf. Ach, Labi, du machst schon die Bestellungen, auch gut. So, du möchtest ein Cheese-Sandwich und eine Soda, aber ich kann die nicht bestellen, weil Lami im Weg steht. So, aber irgendwie werden die Bestellungen auch nicht fertig. Ich habe das Gefühl, dass niemand von euch arbeitet. Ich habe euch doch nicht umsonst eingestellt. Was machen die ganzen Zutaten auf dem Boden? Ja, ihr wisst, wir haben nicht unendlich von den Zutaten. Haben wir übrigens wirklich nicht. Hier, wir haben 96 von denen zum Beispiel. Wenn die aus sind, sind die aus. Und Leute, irgendwer muss das ja auch wieder aufheben. Na gut, ich heb's auf. Dann machen wir hier nochmal ein bisschen Erdnussbutter rüber. Perfekt. Dann noch eine Scheibe Toast drauf. Blub. Und das nächste PB&J ist fertig. So macht man übrigens Erdnussbutter-Jelly-Sandwich. Bitte sehr. Oh, er wollte es gekocht haben. Na gut, konnte ich nicht wissen. Ich sollte vielleicht auch auf die Bestellungen gucken. Noch ein PB&J, aber diesmal wieder gekocht. Gut, dann nehmen wir das hier hoch. Oh, das ist aber falsch rum. Da ist zu viel Gelee drauf. Meint ihr, die Kunden beschweren sich über extra Gelee? Also ich würde mich freuen über extra Gelee. Eigentlich nicht, vielleicht wäre es auch zu viel. Jetzt werden wir einmal sehen, ob die Kunden denn sauer werden, wenn wir ein bisschen zu viel Marmelade raufpacken hier. Ey, hört auf, mir in den Weg zu laufen. Ich habe ein heißes Sandwich. Das ist, glaube ich, falsch, oder? Ah, nee, der mag es, wenn ein bisschen mehr drauf ist. Perfekt. Gut, als nächstes noch ein ganz normales Cheese-Sandwich. Was ist hier los in der Küche? Wer hat das hier gemacht? Wer hat das hier verbrochen? Ist die Frage. Einfach ein ganz normales Käse-Sandwich. Toast, dann Käse und dann nochmal Toast. Easy. Dann rein damit in den Herd. Blub, bisschen tiefer in den Herd. Und dann warten wir, bis es fertig ist. So, das Sandwich ist fertig. Und wir bringen es dann rüber zum Kunden. Ich weiß gar nicht, wer der Kunde ist. Man kann übrigens auch nachgucken. Oh, da schießt ein Polizist wie ein Wilder rum. Ey, wer hat den Kunden falsch bedient? Der Kunde ist schon wieder gegangen. Er hat das was Falsches bekommen. Safe. Der Polizist hat mich angeschossen. Leute, ich habe euch doch gesagt, ihr sollt keine Polizisten bedienen, wenn die Herzen haben wollen. Na gut, der Polizist ist sauer. Ah, Ahmed möchte ein PB&J. Perfekt. Dann kann ich ihm das gleich bringen. Hier, Ahmed. Wollte eigentlich ein anderer Kunde haben, aber der ist schon gegangen. Deswegen kriegst du das jetzt. So, dann noch einmal eine Cola. So, Deckel rauf. Oh, nicht so schlimm. Lag auf dem Boden, ist ausgekippt worden, nicht so schlimm. Ahmed, nimmst du die auch so? Bist du okay damit? Nee? Okay, ich mach dir eine volle. Ich gehe mal in die First Person. In der First Person ist es wirklich sehr viel einfacher. Dann kann man hier einfach rausnehmen. Die war noch nicht voll. Da hat jemand einen Deckel drauf gemacht, obwohl sie nicht voll war. Ich gebe sie trotzdem. Ahmed, du kriegst hier noch eine.
Okay, er ist zufrieden. Hauptsache, er ist zufrieden. Er möchte jemanden ein Herz haben, na gut. Dann gehen wir mal an unser verbotenes Regal. Jemand hat die Bestellung entgegengenommen, also müssen wir auch liefern hier. Wir sind ein gutes Restaurant, wir liefern das, was die Kunden haben wollen. Das, was die Kunden haben wollen, da fehlt die zweite Sandwichscheibe. Color of Colors. Ach, mein Gott. Ich hätte vielleicht vorher ein Bewerbungsgespräch mit den neuen Angestellten machen sollen. Ist das hier ein Müllschacht? Sieht aus wie ein Müllschacht. Können wir den Müll hinwerfen, den ihr verzapft habt? Was ist das denn hier schon wieder für ein Müll? Weg damit. Eine Käsescheibe liegt hier einfach so lose rum. Nee, weg. Noch was? Da unten liegt eine Scheibe Toast. Die werden wir verwerfen. So. Was steht denn auf dem Board? Man kann hier oben übrigens auf View Orders gehen. Dann sieht man übrigens, von wem was ist. Und der wollte einfach noch ein Käsesandwich zu seinem Herz dazu haben. Okay, dann geben wir ihn auf das Sandwich etwas Käse. Und die zweite Scheibe Brot nicht vergessen. Weil sonst ist es ja nur ein Toast und kein Sandwich. Und ich würde es reinpacken, aber meine Kamera ist gerade sehr weird. So, geschafft. Der Typ ist jetzt zu. Viel Spaß. Er wollte da rein. Er ist gestorben. Okay, wir wissen jetzt, was passiert, wenn man zu lange Zeit im Ofen verbringt. Man stirbt. Das ist nicht dein Ernst. Du hast gerade unseren Kunden vergrault. Das musste gebraten werden. Ich hab's doch gerade gebracht. Leute, jeder weiß, dass man Käse-Sandwiches braten muss, nicht wahr? Hier, bitte sehr. Viel Spaß damit, Zane. Ach man, Käse-Sandwiches immer braten. Na gut. Ich habe das Gefühl, dieser Laden hier geht den Bach herunter. Also können wir ihn auch gleich komplett den Bach heruntergehen lassen. Ich lass die Ratten rein. Ey, Ratten, wie sie hier warten. Voll nett von euch, dass ihr hier wartet. Kommt mal mit. Die Ratten warten hier wirklich. Worauf warten sie? Entschuldigen Sie, Sir. Worauf warten die Ratten? Ich habe, als ich das letzte Mal hier im Restaurant gearbeitet habe, war alles voller Ratten. Und sobald irgendein Item ein wenig in die Nähe des Bodens kam, haben die Ratten das weggeschnappt. Aber diesmal hier in meinem Restaurant sind die Ratten nett. Die bleiben einfach. Oder muss man sie locken? Ich werde die Ratten jetzt reinlocken. Ist auch ein Rattenloch? Nehmen wir ein bisschen Käse mit. Oh Gott! Wer hat die Ratten geholt? Da sind die Ratten. Sehr gut. Die machen nämlich jetzt unseren Boden sauber. Das ist wichtig, weil ihr die ganze Zeit Zeug auf dem Boden liegen lasst und ich kein Personal für die Bodensäuberung einstellen möchte. Okay, das nächste Sandwich ist ein Klassiker. Das kann ich sehr gut. So, dafür brauchen wir erstmal ein bisschen Toast. Dann ein wenig Tomaten. Blub. Dann noch eine Scheibe Toast. Blub. Dann Bacon. Lecker. Als letztes noch ein Salat. Und es wird getoppt mit noch einer Scheibe Toast. Soll es gebacken werden? Nee, das soll pur serviert werden an die Nummer 17. Okay, dann gucken wir mal, wer die Nummer 17 entgegennimmt. 17, 17, 17. Da, Nummer 17, da hinten am Tisch. Daniels, bitte sehr, hier ist dein Sandwich. Und meine Kollegen bringen dir bestimmt gleich noch eine Soda. Ach ja, und stör dich nicht an den Ratten, die arbeiten hier. Oder ich hole dir die Soja. So, flup, flup. Und dann kriegt Daniels noch seine Soda. Bitte sehr. Guten Hunger. Corinna? Schon wieder an Kunden vergrault. Mein Sandwich braucht Peanut Butter. Leute, okay, ich erkläre euch noch einmal, wie das geht. Ihr kriegt eine Bestellung, die steht dann da oben. Und da stehen auch die Zutaten. Die Nummer 25 möchte ein Käsesandwich. Dafür nimmt man erstmal eine Scheibe Toast, dann Käse, dann wieder Brot und dann brät man das Ganze wieder. Fertig. Dann möchte die 27 Brot, dann Tomate, dann Brot, dann Speck, dann Salat und dann wieder Brot und das Ganze gebraten, weil hier ein Flammensymbol ist. Also machen wir das jetzt noch einmal. Ein Brot, dann Tomate. Nein, nicht Käse! Hört auf, so eine Unordnung zu machen. Und die Ratten sind weg. Wir brauchen mehr Ratten, die hier sauber machen. Leute, wer hat die Ratten rausgescheucht? Ratten, kommt zurück. Ach, die haben alle schon mehr als genug. Leute, nur weil wir die Ratten jetzt hier einstellen, als Aushilfen. Jetzt ist alles weg hier. Alles weg. Nimmt es mit, Ratten. Heißt das nicht, dass ihr sie füttern müsst. Die sind ja nur für den Fall, dass was runterfällt. So, jetzt machen wir das aber schnell. Einmal so. Dann das. Oh Gott, ich werde hier hin und her geschleudert. Blub. Und Salat. Und zuletzt noch eine Scheibe. Nein, da fehlt die obere Scheibe. Seid doch bekloppt. Ja gut, dann werden die Sandwiches ja wohl nie fertig. Leute, es tut mir leid. Ich kann eure Bestellungen nicht entgegennehmen. Meine Angestellten sind verrückt geworden. Ich mache erstmal Urlaub. Nein, wo ist die U-Bahn-Station hin? Ich bin noch von hier gekommen. Ich komme nie wieder weg. Wie soll ich hier jemals wieder wegkommen? Bin ich jetzt hier gefangen oder ist das nur Beschichtende? Na, da muss ich die Schicht wohl zu Ende machen. Übrigens, falls ihr euch fragt, wofür man das Cash da oben braucht. Cash braucht man, wenn die Mitarbeiter mal wieder verrückt geworden sind, hier alles verbraucht haben. Wir haben nur noch 16 Scheiben Toast. Nur noch 16 Scheiben. Dann muss man das irgendwann auch nachkaufen. Dann kann man hier hingehen und sagen, ja, wir würden gerne Brot nachbestellen. Für 2 Dollar 100 neue Scheiben mit Brot auffüllen. Man kann hier übrigens auch Waffen und Herzen kaufen. Tassen und Deckel. Aliens kann man jedoch nicht kaufen, was ich interessant finde. Hier sind Aliens auch null on stock. Ich weiß nicht, woher man Aliens bekommt. Vielleicht braucht man dafür auch einen Game Pass, weil Kunden bestellen das manchmal. Also als ich auf dem öffentlichen Server gespielt habe, hatten wir Aliens, aber die waren dann vielleicht von einem anderen Spieler besorgt vor. Guck mal, das ist der Fluss und der sieht sehr eklig aus von hier. Ich will nur noch hier die letzten paar Ecken der Map erkunden, damit ich alles mal gesehen habe. Hier geht's auch zur U-Bahn, aber hier komme ich auch nicht weg. Ich bin hier gefangen. Hier komme ich auch nicht hinter. Sei denn, ich spring rüber. Ja, als ob ihr die Leute so vernachlässigt. Die Kunden, die gehen hier einfach. Ich warte jetzt ab hier. Corinna geht gleich, weil sie einfach nicht bedient wird von euch. Was habe ich für schlechte Angestellte? Ja, Corinna geht jetzt. Du bist ein Idiot, Sandwich, schreibt sie. Tja, so ist dann wohl das
Was ist da unten los? Da unten ist irgendwas verbrannt. Na gut, kann ich in die Fritteuse rein? Meine Füße frittiert. Ah, jetzt bin ich frittiert. Ich sehe sogar frittiert aus. Schön. Okay, aber woher hast du das Alien? Woher hast du das Alien? Bring das schnell ins Kühlregal. Wo hast du das her? Schnell hier ins Kühlregal rein. Okay, jetzt war es das aber wirklich mit meiner Schicht. Hoffentlich wird die nächste Schicht besser. Bis dann und ciao!